Jesus erklärt: tägliche Reue und Vergebung, Ungeduld und ein Sparkonto im Himmel. 26. September 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Herr, würdest du mir bitte sagen, was vor sich geht? Krieg, Gerüchte von Kriegen, Kometen und alles andere? Und ich dachte, habe ich das Boot verpasst? Also fragte ich ihn: Herr, bitte sage mir, was vor sich geht. Jesus antwortete: Nichts, nur Pläne, aber keine Taten. Viel Gerede, vieles, was Uneinigkeit stiftet, aber nichts, was ich nicht im Griff habe. Und ich dachte: Nun, das ist wunderbar. Das ist direkt in Übereinstimmung mit dem, was du mir zuvor gesagt hast. Nun, jeder Tag ist ein neues Abenteuer, ihn an die erste Stelle zu setzen. Ich lasse dich niemals los, Claire. Er öffnete sein Herz wie ein Gewand und er gab mir ein Zeichen, einzutreten. Dies ist der Ort, wo du für immer hingehörst, für immer und ewig. Ich werde dich niemals aufgeben. Ich mag dich überführen, wie du mich unter Tränen gebeten hast, es zu tun, aber dich draußen in der Kälte zu lassen oder dich vergessen, niemals. Leg also deine Ängste beiseite. Ich werde deine Liebe niemals loslassen. Du bist sicher in meinem Herzen, für immer, ganz egal was kommt. Hör also auf zu weinen und lass uns weitergehen. Du bist sicher hier, du bist meine Geliebte, für immer, auch wenn du dich so unwürdig fühlst. Ich freue mich an den armen Kleinen, die mir so wenig anzubieten haben. Sie sind meine Freude. Sie sind so leer, dass ich keine andere Wahl habe, als sie mit mir selbst anzufüllen und die Gnaden an sie zu verschwenden, die sie so dringend brauchen. Und ja, im Leib ist eine große Bewegung der Reue und Umkehr im Gange. Da gibt es so viel Kraft in der Reue. So viel Gnade wird freigegeben. Ihr verliert aus den Augen, wie sündhaft ihr wirklich seid, meine Leute. Ihr geht von Tag zu Tag und realisiert nicht, dass ihr mich verletzt und beleidigt habt. Ich will euch das jetzt ins Bewusstsein bringen. Denn es wird euch nicht gut ergehen in jenen letzten Augenblicken, wenn ihr nicht täglich zu mir kommt und aufrichtig bereut und euch selbst seht, wie ihr wirklich seid. Demut. Ich arbeite mit all meinen Kindern, damit sie echte Demut erlangen. Da gibt es so vieles, was ich mit einer wirklich demütigen Seele tun kann, was ich mit jemandem, der stolz ist, nicht tun kann. Da sind so viele Tests und Stärkungen im Gange, während ich eine neue Ernte an Seelsorgern in ihren Dienst einführe. Während ich die Türen für meine Salbung öffne, muss ich sie zuerst durch Prüfungen der Demut und Sanftmut führen. Kein ungetestetes Gefäß kann die Salbung tragen, und je intensiver die Salbung, umso intensiver muss die Demütigung sein. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit jene der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr niemals ins Himmelreich eingehen. Matthäus 5,20. Nichts zieht mich näher zu einer Seele als aufrichtige und brennende Reue. Mehr als Eisen von einem Magnet angezogen wird, komme ich euch zu Hilfe mit meiner Vergebung und Gnade. Ihr werdet meine Gnade niemals abnutzen können. Wie es geschrieben steht in den Schriften: Ein gebrochener Geist ist das Opfer vor Gott, denn ein gebrochenes und ein reuevolles Herz wirst du nicht verachten, o Gott. Psalm 51, 17.
Ich werde niemals müde, eure Geständnisse zu hören bezüglich Sünde und Schwachheit, damit ich euch weiß waschen kann wie Schnee. Nichts in dieser Welt veranlasst einen Christen, stärker zu stehen als Reue. Ja, Liebe ist das Höchste von allem, aber Reue basiert auf Liebe, die beste Art Liebe, die Liebe zu Gott. Die Nächstenliebe folgt direkt dahinter, wenn eure Herzen einmal richtig sind mit meinem. Ihr könnt niemals falsch liegen mit täglicher Reue, die echt und aufrichtig ist und nicht oberflächlich. Warum? Weil heute euer allerletzter Tag sein könnte und ihr dann gut vorbereitet sein werdet. Denkt auch daran, euch an die Beleidigungen von anderen zu erinnern und ihnen zu vergeben. Dies ist der Schlüssel, um von mir Vergebung zu empfangen. Viel zu oft sind die eigentlichen Dinge, mit denen ihr euer Nächstes beschuldigt, nicht gültig. Vielmehr ist eure Ungeduld die eigentliche Sünde. Als der Herr das sagte, hat es mich wirklich getroffen. Ich musste aufstehen, um die richtige Lesebrille zu finden. Ich ging ins Hinterzimmer und dort habe ich meine Tiere gestreichelt, als sie zu mir hochblickten. Das hat ein paar Minuten gedauert. Dann ging ich in den Wintergarten, um nach der Brille zu suchen. Zum Schluss habe ich bemerkt, dass sie die ganze Zeit direkt zur Linken meines Computers gelegen ist. Warum bist du aufgestanden? Um meine Brille zu holen, die ganze Zeit hier war, wie ich jetzt erkannt habe. Und jetzt, wo ich mit dir geduldig war, denkst du, dass du mehr Geduld haben kannst mit deinem Nächsten? Ja, Herr, ich verstehe deinen Hinweis. Ich bin sehr ungeduldig. Das kommt davon, wenn man schnell ist, aber nicht alle sind schnell. Jenen, die schnell sind, muss ich Demut und Geduld beibringen, sofern sie es annehmen werden. Ich sehe jetzt, Herr, dass ich mehrmals täglich sehr ungeduldig werde. Das tust du, und das ist eine weit schlimmere Sünde als der einfache Mangel, langsam zu sein, woran viele nichts ändern können. Ich verstehe, Herr, das tue ich wirklich. Ich kenne dich, Claire, behalte es immer ganz vorne in deinen Gedanken, damit du jenen kritischen und richtenden Geist zähmen kannst, der dein Untergang ist. Wirklich? Ist es so schlimm? Das ist es. Ich will, dass du deinen Stolz besiegst. Dies ist ein guter Ort für den Anfang. Andere sind nicht langsam, Claire. Du bist ungeduldig. Und ich sage das zu allen von euch, meine Bräute. Öfter als nicht ist das, was ihr als langsam erachtet, normal und ihr seid einfach ungeduldig. Geduld ist eine solch himmlische Tugend. Wenn ich keine Geduld hätte mit euch, wäre der Himmel sozusagen leer. Ich weiß, dass ich nicht dort wäre. Ich sage diese Dinge niemals, um euch zu beschämen, sondern vielmehr, um euch zu überführen und zu größerer Heiligkeit anzuspornen. Und jetzt ist auch die Zeit da, für euer Land Buße zu tun. Ich trage die Narben ihrer Sünden an meinem Leib. Die Sünden dieser Nation sind ziemlich identisch mit den Sünden ihrer Bürger. In Wirklichkeit ist die ganze Welt mit Sünden verseucht
und braucht eure Gebete und Bitten um Reue und Umkehr. Menschen planen Kriege. Ich mache Pläne für Frieden. Ich stehe in der Kluft zwischen jenen, die die ganze Welt zerstören möchten, und ich stehe dort, bewaffnet mit euren Gebeten und Opfern und mit eurer Reue. Ich brauche mehr, meine Leute, ich brauche mehr. Eure Entschlossenheit lässt nach und die Atmosphäre wird immer dunkler, um den Marsch der Zerstörung zurückzuhalten. Ja, den Tod und den entsetzlichen Horror. Dafür brauche ich mehr. Euch wurde gesagt, nach 3 Jahren, ab Sommer 2016, gäbe es eine neue Lagebeurteilung, sofern die Gebete und Opfer für die Erneuerung eures Landes und der Welt dargebracht würden. Und ihr habt euch eurem Leben zugewendet, um neue Werke zu beginnen, und ihr fragt euch, warum so viele Prüfungen? Warum wurden sie zugelassen? Dies sind Opfer für mich, um das Unumgängliche weiterhin zurückzuhalten. Ich brauche dies. Das war Teil der Vereinbarung. Habt ihr das vergessen? Ich möchte, dass ihr versteht, Krankheiten, Unfälle, Verluste, Konflikte, all diese Dinge, die ihr durchlebt und erleidet, werden diesem Konto gut geschrieben, um es für 3 Jahre offen zu halten. Also bitte ich euch, mir diese mit einem großzügigen Herzen zu schenken, ohne euch zu beschweren und zu fragen, warum Dinge so viel härter geworden sind. Es ist so, weil ihr die Welt auf eurem Rücken trägt. Ihr habt euch selbst mir geopfert und ich empfange dies mit Dankbarkeit. Aber es wäre so viel einfacher für euch, wenn ihr alles ohne Beschwerden opfern könntet. Wenn ihr euch beschwert, bittet ihr einen Geist der Verbitterung herein in eure Seelen. Wenn dies Wurzeln schlägt, und dies dauert gar nicht lange, dann breitet es sich in jeden Bereich eures Lebens aus. Ihr müsst diese Verbitterung aufgeben und mich bitten, sie aus eurem Herzen zu entfernen. Herr, vergib mir, ich distanziere mich von dieser Verbitterung. Bitte entferne sie aus meinem Herzen und schenke uns die Gnade der Geduld und Dankbarkeit. Jeden Tag öffnet ihr immer weitere Türen und es wird noch schwieriger für euch, wenn ihr eigentlich die Wasser süßen könntet, indem ihr einfach alles für die Stabilität der Welt opfern würdet. Lasst es los, heiligt eure Sorgen, indem ihr sie für die Welt opfert. Und indem ihr dies tut, werde ich jene hässliche Haltung von euch nehmen und eure Leiden dem Vater opfern für Konvertierungen. Wenn ihr diesen Instruktionen folgt, wird euer Leben viel einfacher und angenehmer werden, weil ihr diese Prüfungen und Unannehmlichkeiten arbeiten lässt, genauso sicher, als ob ihr ein Sparkonto eröffnet hättet im Himmel für die Welt. Nicht um Geld zu sparen, sondern um Seelen zu retten. Geht nun bitte vorwärts und umarmt eure Kreuze, im Wissen, dass ich sie zulasse, um die Mächte der Dunkelheit zurückzuhalten, die fast aus den Nähten platzen und das Ruder übernehmen wollen. Um alles zu zerstören, seid großzügig mit mir, meine Kinder, seid ach so großzügig, damit ich barmherzig sein kann mit euch und mit der ganzen Welt.